Hallo und herzlich willkommen zurück und vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. So, meine Freunde, und zwar, wir müssen für die aktuelle Hauptmission 15 füllige Krawallhüllen eliminieren. Bin gespannt, wie die Dinge aussehen. So, meine Vermutung ist es einfach, dass es die ganz fetten Jungs sind, die ganz dicken Jungs sind. Mal schauen. Also, die zwei Herrschaften, schätze ich mal. Zählt das? Jawohl, 1 von 15. Sehr schön und genau die richtige Mission auch, weil wir müssen sowieso Hüllen eliminieren. Zack. Vorne raus. Natürlich. So, Proben nehme ich natürlich auch noch mit. Komm, zack. Überlebende haben wir auch noch gerettet. Muni nehme ich mit. 1 von 15. Gut, meine Freunde, weiter geht's. Wir müssen... Okay, der Kollege geht anders drauf. Komm. Aber der wird wahrscheinlich eher nicht dazu zählen, obwohl der auch ziemlich willig ist. Also, nichts gegen deine Masse, Kollege, aber etwas Definition würde dich auch nicht schaden. So. Zack, Proben nehme ich mit. Wo gibt's noch Action? Wo gibt's Action? Wir brauchen noch knapp 200 Kills. Also nicht ganz 200 Kills. Und Proben müssen wir auch noch 15 sammeln. Am besten ein Lager angreifen. Am besten ein Lager angreifen. Ich hoffe, es geht sich aus, dass wir jetzt alle 15 in diesem Video dann killen. So, ich halte lieber Ausschau nach den Kollegen da, weil die brauchen wir sowieso für die Mission. Komm, zack, Proben nehmen wir mit. Gibt's doch nicht, wenn wir... Es ist immer das gleiche mit Vorteil, wenn wir genau die Gegner brauchen, die Gegner-Sorte, dann finden wir keinen einzigen auf der Map. Oder fast keinen einzigen. Und wenn nicht, sind dann 30.000 von denen, aber da kommt eine Welle. Sehr schön, da könnte was dabei sein. Jawohl, oder? Natürlich nicht. Natürlich nur normale Gegner. Einfach normale Durchschnittsgegner. Einfach Standard Durchschnittsgegner läuft. Komm, Proben nehme ich mit. Ihr seid nur dafür gut, damit wir Proben sammeln. Zack. So, wir brauchen noch 14 Gegner. Also 14 Füllige. Also sie haben es auch richtig, sie hätten einfach schreiben können, 14 fette Gegner. Aber sie haben versucht, das schön zu umschreiben. Die sind füllig, die sind richtig fett und nicht füllig. Die sind richtig, die haben richtig Gewichtsprobleme und Adipositas und keine Ahnung was. So, da müsste noch eine Probe sein, jawohl, gönne ich mir. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht, dass wir keinen einzigen mehr finden können. So. Aber meine Freunde, ihr wisst, welche Gegnersorte ihr da killen müsst. So, das sind die ganz dicken Jungs. Aber mal schauen, ob der auch noch zählt. Der ist durchschnittsdick, aber vielleicht zählt er auch noch. Nein, der zählt nicht. Also es sind wirklich richtig, richtig dicken Jungs, die auch noch leuchten und keine Ahnung wie verstrahlt sind. Oha, eskalier nicht, komm. Zack. Jetzt sind wir auch down. Alles klar. Also, haltet Ausschau nach den ganz dicken, leuchtenden, knallig brennenden, keine Ahnung was, wie die noch aussehen, Jungs, weil das sind die, was ihr benötigt für die Quest. Komm, Proben habe ich. Wir brauchen noch 3 Proben. 5 Minuten, easy. Aber
Wir haben fast unsere Kills, also ich suche... Oh, da hinten seht ihr, meine Freunde. So, jetzt schön drauf zielen, das müsste er sein. Auch nicht. Okay, der muss auch noch brennen, also nicht nur glühen, sondern auch noch brennen. Okay, wahrscheinlich auch die mit dem Schutzschild, schätze ich mal. Ja, das sind dann die Jungs, die ein Schutzschild auch noch haben. Komm, den Dicken nehme ich auch noch mit. Wenn er schon so schön da steht, zack. Hauptsache der Fettklops zählt nicht. Aber die anderen schon. Also ihr müsst dann die Jungs mit dem Schutzschild suchen, meine Freunde. So, Proben haben wir genug. Wir haben von allen genug. Mal schauen, ob der zählt. Glaube ich aber nicht. Nein, es muss wirklich mit einem Schutzschild sein. Der muss wirklich ein Schutzschild tragen. Weil dann zählt er richtig zur Kategorie dick und fett. Aber wieder Zufall, es will finden, wir finden keinen einzigen mehr. Nur ganz am Anfang hatten wir einen einzigen. Anscheinend unsere Kameraden auch nicht, weil sonst wieder... Ja, das Kill mitzählen, aber sie killen auch keinen. Okay, komm, Lager. Lager anreifen. Da könnte was dabei sein. Da könnten wir Glück haben. Auf gut Glück einfach. Alles wegballern, was kommt. Zack. Ja, haben wir Glück und einer ist noch mit Schutzschild dabei. Oder auch nicht. Kommt da einer mit Schild? Kommt da einer mit Schild? Nein. Ja, meine Freunde, dann werde ich das offline die restlichen nachholen. Das wird dann dauern. Das wird echt länger dauern. Aber deswegen, ich zeige euch, wie ihr die Mission erfüllen könnt. Und versucht dann den Rest offline nachzuholen, damit ihr... in jedem Video einfach neue Missionen sehen könnt und nicht immer das gleiche. Ich glaube, ich muss die Mission gefühlt fast 14 Mal spielen, damit ich alle 14 Gegner habe. Deswegen erspare ich euch das Ganze. So, könnten noch irgendwo Gegner, da kommt eine Gegnerwelle. Wenn wir Glück haben, ist da einer mit Schild dabei oder auch nicht. Nein, muss ich keine Muni mehr verspenden. So, wo könnten noch Gegner sich rumtreiben? Wir gehen jetzt wahrscheinlich noch down auch noch. Aber ihr wisst, was ihr jetzt killen müsst, und zwar alles in die dicken Jungs mit dem Schutzschild. Ich würde sagen, ich hole das Ganze jetzt dann offline noch nach. Oh, die Kiste gönne ich mir noch. Ich würde sagen, ich hole das Ganze offline nach und im nächsten Video können wir dann die nächste Aufgabe erfüllen, weil die Aufgabe jetzt eigentlich schon ein bisschen tricky ist, weil 15 Stück von einem Gegner, was... Also wenn es die dicken Jungs wären, würde ich verstehen, aber mit Schutzschild auch noch, dass es rausbringt. Ja, die sind echt selten. Das heißt, meine Freunde, ich werde da jetzt noch ein paar Stunden dran sitzen, um die Jungs zusammenzusuchen. Sobald ich die Jungs habe, alle eliminiert habe, starten wir eine neue Mission, eine neue Hauptmission. Ihr könnt dann mit dabei sein. So, zack, 18 Minuten, 18 Sekunden noch. Wir sind down. Ich sehe da keine, ja, ich sehe da keine Gegner mehr. Gut, meine Freunde. Also ihr müsst für die fülligen Gegner die dicken Jungs mit dem Schutzschild killen. Dann zählt das Ganze.
Ja, Hauptsache die Mission ist abgeschlossen. Wir haben eine gekillt. Also gut, meine Freunde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ja. Jetzt noch Fehler. Gut, also meine Freunde, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video.